Hallo Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Let's Play The Golf Club. Und wir machen weiter mit der Bluff Valley Amateur Classic. Und ja, es geht auf die zweiten 9. Nach den ersten 9 liegen wir bei minus 1. Da haben wir auf der 7 und der 8 mit dem Doppelbogey und dem Bogey leider 3 Schläge liegen gelassen. Macht aber nichts, jetzt müssen wir Gas geben, dass wir hier zumindest uns noch auf den zweiten 9, ich sag mal so als Ziel, insgesamt bei minus 5, also 4 unter jetzt auf den zweiten 9, ja, dann wäre die Runde noch gerettet. So, hier haben wir erstmal ein richtig schön langes Par 3, das ist auch ein bisschen gefährlich, weil wir da wieder Wasser haben. Eieiei, bin ich mal gespannt. Ja, ein bisschen rechts, ein bisschen Angst bekommen hier, nicht wieder ins Wasser schlagen. So haben wir ja an dem einen Par 3 2 Schläge verloren, weil der erste ins Wasser ging. Das war ein bisschen doof. Ah, kommt er nochmal wieder? Ja, so ein bisschen zumindest. Ja, war ein bisschen doll. Kann man auch näher an die Fahne legen. Aber der passt. Also, zumindest noch das Paar gerettet. Trotz des Bunkerschlags, das ist auch schon mal gut. So, und was haben wir hier? Ein bisschen was für Mutige. Ich weiß nicht, sollen wir es mal riskieren? Oh, dieses Grün hier anzuspielen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wird auch noch ein bisschen hier. Komm, lass uns das mal versuchen. Ah, der ist ein bisschen rechts. Trifft der? Oh ja. Bleib liegen, komm, komm. Ja. Also, das war ein richtig guter Schlag. Da holen wir uns hier doch das Birdie. Vielleicht können wir den sogar noch einchippen. Also, da haben wir dieses kleine Inselgrün hier getroffen. So, sehr risikoreich gespielt, aber ich meine, wir müssen ja auch mal Risiko eingehen. So, komm, und jetzt einchippen. Und dann lassen wir den zu kurz. Mist, da hatte ich ein bisschen Angst, wenn wir voll durchziehen, dass das dann vielleicht, dass der dann viel zu weit geht. Aber so holen wir uns hier das Birdie. Das ist doch schon mal gut. Ja, haben wir Glück gehabt, dass da ein äußerer Ring ist um das Grün rum, der so ein bisschen größer ist, wo die Bälle dann auch wirklich halten, wenn die nicht zu schnell sind. So, und hier eine ähnliche Situation wieder. Auch hier werde ich mal ein bisschen Draw dazugeben, weil wir auch minimalen Rückenwind haben. Ja, und die Länge ist super, die Richtung, ja, leider wieder ein bisschen verzogen, aber wenn die Länge dann stimmt, dann sind wir ja trotzdem immer wieder relativ nah dran. So, das Grün hängt so ein bisschen von links nach rechts. Das heißt, da müssen wir wieder leicht links anvisieren. Oh, und das war leider ein bisschen zu viel. Schade. Ha, also wieder eine Birdie-Chance diesmal nicht genutzt. Trotzdem 2 unter jetzt nach dem Superloch eben. So, und es sind wirklich viele Par 3s, ne? Also das ist echt komischer Platz. So, 120, dann nehmen wir lieber einen länger und dann ein bisschen Draw dazu. Weil wir haben auch einen satten Rückenwind. Ich hoffe mal, der Ball geht jetzt nicht zu weit. Ja, oh, fast gegen den Flaggenstock gesprungen. Flaggenstock, gegen den Flaggenstock gesprungen. Und das sichert uns hier eigentlich ein ganz sicheres Birdie, jawohl. Und bringt uns auf 3 unter. Also, wenn wir jetzt noch 2 Birdies spielen, dann bin ich mit der Runde eigentlich einigermaßen zufrieden. Wir haben einiges an Chancen ausgelassen. Wir haben hier auch einiges an Fehlern gemacht. Aber trotzdem ist das Ergebnis dann eigentlich in Ordnung. So, nochmal ein schöner Drive auf diesen relativ langen... Ja, eigentlich gar nicht. 440 Yards. Das ist eigentlich von der Länge her ein Durchschnittspar 4. Mit einem Inselgrün wieder... 182 mit Gegenwind. Ja, der kommt ganz gut. Ja, der landet gut neben der Fahne. Ja, wunderbar. Also, das war eine richtig gute Annäherung.
das passt soweit und das sollte uns hier jetzt auch auf 4 unterbringen. Jawohl. Also, wunderbar. Sehr schön. So darf es doch gerne weitergehen. So, nächstes Par 5, 512 Yards. Auch hier wieder die gute Gelegenheit, sich einen Eagle-Putt rauszuholen. Da muss man aber jetzt erstmal das Fairway treffen. Oh, der ist ein bisschen rechts. Ein leichter Slice, der wird im Vorgrün landen. Also im, nicht Vorgrün, im First Cut landen. Semi-Rough. Eieieiei, und das ist noch ganz schön weit. Da werden wir nicht hinkommen mit dem zweiten. Ich werde es versuchen, aber ich glaube, das wird nichts. Oh je. Nein, nein. Ah, das war ja gar nichts. Das wäre besser gewesen, wenn wir den jetzt schon mal vorgelegt hätten. Jetzt haben wir hier natürlich eine schöne Aufgabe. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Lage, Rückenwind, 103 Yards. Das müsste eigentlich so ganz gut hinkommen. Ja, der hat den Baum noch erwischt, sonst wäre er vielleicht noch ein bisschen weiter gewesen. Aber immerhin haben wir hier eine Birdie-Chance. Da muss ich gerade mal gucken. Fast keine Bewegung im Grün. Dann lassen wir den doch einfach auch gerade, ne? Okay. Also Länge war okay. Richtung, okay, da war dann doch noch ein leichtes Break, was ich jetzt nicht gesehen habe. Aber immerhin sicherer Par-Putt. Und ja, das heißt, jetzt die 17 kommt, glaube ich, schon. Ne, die 16 kommt. Ein langes Par 5, da wird es schwer sein. Also hier können wir aber mal attackieren, oder? Den hier komplett rüber zu bringen. Ja, sieht gut aus. Der sollte es schaffen. Und dann werden wir hier hoffentlich dann einen einfachen Birdie-Putt haben. Also jetzt den zweiten vorlegen und den dritten dann hoffentlich aus ganz kurzer Distanz rauf. Oh, wieder ein Slice, das gibt's nicht. Der landet aber zum Glück noch auf dem Fairway, so gerade über die Bunker rüber. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. So, 75 Yards, das ist ja genau das Pitching Wedge. So, machen wir noch ein bisschen weniger. Und dann hoffen wir mal das Beste. Ja, wunderbare Annäherung. Also, das ist ein Tap-In zum Birdie. Und das bringt uns jetzt auf 5 unter. Also, diese Annäherungen, die laufen in dieser Folge wie wild. Also, das ist richtig gut. So darf es gerne weitergehen. So, nächste Möglichkeit auf einem normalen Par 4, 451 Yards, ein richtig heftiges Dogleg hier nach rechts. Oh, leichter Hook. Eieieiei. Ja, das geht noch. Mit ein bisschen Glück können wir den hier aufs Grün bringen, aber da müssen wir dann ordentlich raufhauen. Und hier ist der Baum auch mitten im Weg. Ja, ich glaube, so weit müssen wir schon, ne? 180%. Bloß nicht gegen den Baum. So, komm, lasst uns versuchen. Also er ist durch die Äste durch, aber er schafft es noch bis aufs Grün. Ja, das haben wir gut gemacht. Viel mehr war da auch nicht drin von der Richtung her. Wir hätten auch links rum spielen können mit einem Fade, aber das ist noch ja, nicht so einfach. So, da müssen wir aber deutlich rechts anvisieren. Oh, schafft er nicht ganz. War auch leicht verzogen wieder der Putt. Bin ich ein bisschen vom Stick rund abgerutscht, aber gut. So, der ist rein. Also, Paar gespielt immerhin. Dafür, dass der Drive so verzogen war, ist das schon okay gewesen. Das war wirklich keine gute Position. Und jetzt nochmal die Möglichkeit, also da muss man schon zweimal richtig doll raufhämmern, wenn man hier einen Eagle-Putt haben möchte. Wir können ja mal versuchen, möglichst weit innen zu spielen, um den irgendwie rechts vom Bunker hin zu platzieren, den Ball.
damit wir den möglichst kurzen Weg haben. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, mit dem zweiten jetzt aufs Grün zu kommen. Aber das ist sehr weit. Nee, 280 ist zu weit. Also, wir können schon versuchen, hier auf diese Plattform da, wo die anderen quasi auch hinspielen, hinzukommen. Werden wir auch machen. Und dann haben wir einen relativ kurzen Chip oder Pitch dann fürs Grün. Dann können wir den so platzieren, dass wir hier noch ein Birdie spielen. Und dann haben wir hier 5 unter auf den zweiten 9. Das ist doch in Ordnung. Ja, der sieht gut aus. Na, bisschen kürzer als ich dachte. Oh, da ist der Putt dann doch noch länger als ich wollte. Aber der sitzt. Sehr schön. Also, das nächste Birdie auf der 18 nochmal. Und dann haben wir hier wirklich eine gute Runde hinter uns gebracht. Minus 6. Also hier, das sind Ergebnisse, die sind natürlich nicht schlecht, klar. Da muss dann wirklich alles passen. Wir haben ja auch schon mal ein, ich weiß gar nicht, minus 16 war das, glaube ich, was wir gespielt haben. Das ist hier sicherlich auch möglich, aber da muss wirklich alles klappen. Und mit minus 6 liegen wir hier eigentlich auch ganz gut. Ja, da sind mit Sicherheit noch einige, die schlechter als wir sind. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Scorecard hier stimmt, dass das abrupt aufhört bei minus 12 und danach dann gar nichts mehr kommt. Naja, auf jeden Fall haben wir uns gut unterspielt. Wir können noch mal einen Blick auf die Scorecard werfen. Also hier der unterste, dieser Bejek Ghost, der mit einer 51, der hat wirklich alles in Birdie und ein Eagle dazu noch gespielt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Ja, wir hatten aber eine gute 31, also minus 5 auf dem Back 9. Und ja, das bringt uns zu minus 6. Nächste Folge machen wir dann weiter mit dem nächsten Turnier und ja, der nächste Platz, Golfplatz, wird dann anstehen. Da können wir mal raufgucken. Das ist der TGC Amateur Open im Yuma Desert Golf Club. Da waren wir schon des Öfteren mal unterwegs und da werden wir uns dann wiedersehen. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. In der nächsten Folge geht's dann weiter hier bei The Golf Club. Bis dann.